Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine tolle, große Verpackung für einen schönen Adventskalender zum Beispiel, aber ihr könnt natürlich auch ganz andere Sachen reinpacken und das Ganze ist eine Schatztruhe. Genau, und das zeige ich euch jetzt. Ich habe da ein bisschen rumgetüftelt und habe mir da eine coole Verpackung ausgedacht und möchte euch die jetzt einfach mal zeigen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Also hier oben ist ein bisschen dekoriert, nicht übermäßig, aber ich finde, es reicht, denn es geht besonders um diese Form von dieser Box. Die sieht so aus. Ihr seht vielleicht hier gleich, da ist ein kleiner Unterschied zu der Seite. Das erkläre ich euch gleich. Und das Ganze kann man dann so öffnen. Also wirklich wie so eine kleine Schatztruhe. Der Deckel bleibt auch dran. Den kann man wirklich schön hier umklappen. Hier innen hat man Platz für Grüße und darin verbirgt sich ein Adventskalender. Das ist ein Teebeutel-Adventskalender, dass man jeden Tag einen neuen Tee auspacken darf und hat 12 verschiedene Sorten drin. Und das fand ich total cool als kleine Adventskalender-Idee und dafür habe ich eben diese Verpackung designt, entworfen, wie auch immer man dazu sagen will. Und ich wollte keine ganz normale Verpackung machen, sondern ich wollte eine Box machen, wo der Deckel im Prinzip dran bleibt. Aber nach meinen ersten Ideen hat es nicht funktioniert, weil die Box so groß ist und die Verpackung so groß ist, dass ich nicht alles aus einem Teil machen konnte. Und so ist dann diese Idee entstanden, dass man hier so einen coolen Klappdeckel hat, der wie gesagt dran bleibt und wirklich wie so eine kleine Schatztruhe hier vorne verschlossen ist. Da könnte man auch noch was drauf machen, vielleicht sogar zwei kleine Knöpfe. Das wird sich bestimmt auch ganz gut machen, fällt mir gerade so ein. Genau. Und dann hat man hier wirklich eine coole Verpackung. Und die Besonderheit ist natürlich auch diese Seitenelemente, dass die sich hier so überkreuzen. Ich finde, es macht sich ganz edel und das habe ich eben versucht, auch oben im Deckel wieder aufzunehmen, dieses Thema. Und ich habe so viele verschiedene Varianten und wir machen heute nochmal eine neue Variante. Und die wollte ich euch noch kurz zeigen. Ich habe jetzt hier mit Blümchen dekoriert. Das geht also auch, ihr müsst das nicht zu Weihnachten oder zum Advent machen, sondern ihr könnt die Box natürlich auch zum Geburtstag oder für jeden anderen Anlass machen. Hier könnt ihr noch einen Gruß unterbringen zum Beispiel. Genau, das habe ich hier noch gar nicht gemacht. Das muss man nachholen, das habe ich anscheinend vergessen. Hier ist es schon eher so eine herbstliche Verpackung. Könnt ihr natürlich auch zum Geburtstag was Schönes machen. Könnt auch super hier oben vielleicht noch ein kleines Kuvert mit Geld reinmachen und dann ein kleines Geschenk. Viel Freude und viel Glück und Freude für dich ist jetzt hier der Spruch. Und dann habe ich hier noch die so ein bisschen winterliche Variante. Ich habe auch unterschiedliche Arten gemacht. Also hier hatte ich zum Beispiel die kleinen Henkel vorne noch geprägt. Innen auch einen Gruß reingemacht und geprägte Sterne sind da im inneren Teil. Und hier bei dieser Box habe ich es so gemacht. Die sieht jetzt von außen auch so aus. Auch mit einem Gruß innen drinnen. Und an der Seite habe ich hier zwei unterschiedliche Falzungen gemacht, dass man hier nochmal ein drittes Muster hat vom Papier. Hinten sieht sie wieder so aus. Also bei den meisten ist es schon so, dass die Ecken hier vorne gleich sind. Aber ihr könnt es auch in dieser Variante basteln und dann einfach die innere Ecke, eine Ecke nach drüben klappen. Das erkläre ich euch nachher. Und dann habt ihr auch noch ein drittes Design am Papier. Das ist natürlich auch total cool. Und bei dieser Box habe ich so gemacht, da habe ich jetzt innen kein Papier reingemacht. Das sieht man aber leider die Überkreuzung nicht. Deswegen ist es schon schöner, wenn man da so ein Papier mit reinklebt. Das zeige ich euch. Aber wir machen es auf jeden Fall so. Und was ich euch jetzt noch unbedingt sagen wollte, ist die Größe dieser Box. Weil man ist ja oft auf der Suche nach einer großen Box und man hat halt dann irgendwann die Grenze des Papiers erreicht. So ist es mir bei dieser Box auch gegangen. Also die Box ist breit 15,5 cm und 9 cm in dieser Breite. Und von der Höhe her hat die Box 7 cm. Und das reicht eben mit einem 12x12 Papier nicht aus, dass man eine komplette Box aus einem Papier machen kann. Was jetzt aber im Nachhinein wunderschön geworden ist, weil der Deckel halt eine andere Farbe hat und die Box somit noch viel, viel schöner wird, finde ich. Bevor wir starten, habe ich noch ein paar kleine Ideen, die ich euch noch kurz sagen möchte. Ich habe mir gedacht, wenn ihr die Box nicht zu Weihnachten für den Adventskalender macht, könntet ihr das Ganze also natürlich einmal als Schatzkiste ummünzen, für Kinder zum Beispiel. Oder ihr könnt aus dem Ganzen natürlich auch einen kleinen Picknickkorb machen, dass ihr da so kleine Picknicksachen einpackt. Oder, und das wäre jetzt noch eine Idee, wenn ihr so kleine Knöpfe habt und hier so kleine Knöpfe hinkleben würdet, könntet ihr das auch für jemanden basteln, der gerne näht oder strickt oder solche Sachen macht. Also
als kleines Nähkörbchen oder so. Und da könntet ihr dann auch an der Seite noch so ein Henkelchen hinmachen und dann hättet ihr auch noch so ein süßes kleines Körbchen. Das wäre vielleicht noch eine Gestaltungsidee, die ihr auch nutzen könnt. Okay, dann zeige ich euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Und dazu brauchen wir ein großes Designerpapier eurer Wahl. Ich nehme jetzt hier das Designerpapier Heilige Nacht mit dieser Bestellnummer. Jetzt kann man es gut lesen. Da sind tolle Papiere drin, unter anderem so Landschaftspapiere. Und die Rückseiten finde ich immer ganz besonders schön. Und die habe ich hier auch viel verbastelt. Dann habe ich ein Papier in Espresso, ein A4-Papier. Und ich benutze noch Vanille pur. Und ich werde mal schauen, ob ich vielleicht noch Kupferbraun benutze. Das weiß ich jetzt noch nicht. Oder vielleicht sogar eine Glitzerfolie. Aber das machen wir dann mit der Deko. Da braucht man einfach noch ein bisschen Rest. Genau. Ansonsten braucht ihr ein ganzes 12x12-Inch Papier, Designerpapier und einen Farbkarton in Espresso in meinem Fall jetzt. Also das wird dann der Deckel und so weiter. Und jetzt starten wir einfach mal mit dem Designerpapier. Alle Produkte, die ihr im Video seht, könnt ihr über mich bestellen. Ich bin Stampin' Up! Demonstratorin und das heißt, ihr könnt zum Beispiel den Papierschneider und alles, was ich so an Kleber und Zusatzmaterial benutze, bestellen. Über meinen Online-Shop oder per E-Mail oder Bestellformular. Das blende ich euch alles unten in der Infobox noch ein. Okay, und wir starten jetzt mit dem Designerpapier. Das schneide ich mir zu auf 22,5 cm. Also das ist jetzt ein 30,5x30,5 Papier. Ungeschnitten, jetzt ist es 22,5 cm und zwar das zweite Maß auf 29,5 cm. Also habt ihr jetzt ein Papier mit 22,5x29,5 cm. Den schmalen Streifen, den braucht man nicht, aber den anderen nicht wegtun, den braucht man auch gleich noch. Den können wir uns gleich in der Hälfte kürzen und zwar einfach bei 6 Inch, also 15,3 cm. Dann haben wir hier nochmal zwei gleich große Stücke, die können wir dann gleich für die Dekoration verwenden. Und mit dem einen von beiden, den einen können wir weglegen, den brauchen wir nachher. Und das andere lege ich mir jetzt auch nochmal in meinen Papierschneider ein. Und zwar bei 3 Inch, das sind 7,65 cm, also genau bei der Mitte von dem Papier, an der langen Seite, mache ich mir einfach mit dem Bleistift hier unten einen kleinen Punkt hin. Dann nehme ich euch jetzt mal kurz näher ran, dass ihr es besser sehen könnt. Irgendwie hängt meine Kamera heute schief, glaube ich. Also hier habe ich mir einfach bei 3 Inch das hier oben angelegt und dann hier eine kleine Markierung gesetzt. Und von dieser Markierung schneide ich mir jetzt in diese Ecke und in diese Ecke das Papier ab. Dann habe ich nämlich ein schönes Dreieck, das wir nachher als Dekoration auf unserem Deckel benutzen können. Und das mache ich einfach, indem ich den Punkt und meine zu schneidende Ecke genau in diese Führungsschiene einlege. Und dann einmal schnell durchschneide, dann habe ich noch zwei kleine und eben dieses Element, das wir nachher als Deckeldekoration brauchen. Die können dann weg. Das Aufheben kann man bestimmt noch irgendwann brauchen. Und jetzt schnappe ich mir nochmal mein Designerpapier und fange an mit Falzen. Und zwar bei diesem großen Designerpapier falze ich immer bei 7 cm einmal komplett außenrum um die Box. Also ich lege es mir hier bei 7 cm an allen Seiten und falze mir mal hier die Falzlinien rein. Und was ich hier auf jeden Fall immer beachte, ist, dass hier unten auch das Papier richtig schön bei 7 cm anliegt, damit die Falzlinien gerade sind. Und wenn man hier ordentlich arbeitet, hat man nachher noch eine schönere Box. Das ist sehr praktisch am Papierschneider, dass man das hier so schön einlegen kann. Okay, dann haben wir jetzt hier ein... Ich falze die mal kurz nach, dass ihr die besser sehen könnt. Das ist, glaube ich, auf dem Papier ein bisschen schwierig zu erkennen. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich glaube, so erkennt man es ganz gut. Okay, das kann auch kurz auf die Seite. Und dann nehme ich mir ein Stück von dem Farbkarton und mache mit dem jetzt einfach weiter. Und hier brauche ich einmal ein Papier, das hat das Maß 7,5x6,5 cm. Das heißt, ich lege mir jetzt mal meinen ganzen Farbkarton hier bei 6,5 an, schneide mir das durch und kürze mir es nochmal auf 7,5. Und das Ganze machen wir nochmal so, also ich brauche es zweimal.
Dann habe ich zwei Bögen mit 7,5 x 6,5 cm. Das sind dann unsere Seitenelemente. Und ein Stück mit dem Maß 5 cm mal 10 cm. Da schneide ich mir jetzt einfach einen 5 cm Streifen und kürze mir den auf 10 cm. Und hier mache ich es jetzt so, dass ich mir die kurze Seite anlege und bei einem Zentimeter, ich nehme euch ein kleines bisschen ran, einmal falze. Also nicht schneiden, sondern falzen an der kurzen Seite bei 1 cm. Und schneide mir den jetzt bei 2,5 cm auseinander und nochmal bei 2,5 cm. Das hier sind meine Henkelchen für vorne und die haben jetzt hier eine Falzlinie bei 1 cm und haben das Maß 2,5 x 5 cm. Und das Ganze mache ich jetzt mit dem Rest hier, da mache ich jetzt noch eine zweite Falzlinie rein. Und zwar falze ich mir das jetzt, bei 1 cm haben wir schon, noch bei 2,5 cm. Lege ich mir jetzt auch hier rechts an und falze mir das nochmal bei 2,5 cm. So habe ich hier eine Falzlinie von 1 cm und 2,5 im Abstand von oben. Und jetzt kürze ich mir das auch nochmal in der Hälfte ein, das heißt, ich schneide es mir nochmal bei 2,5 cm durch. Jetzt habe ich also vier kleine Elemente, die haben alle das gleiche Maß, 2,5 x 5 cm. Die einen beiden sind nur bei 1 cm gefalzt und die anderen bei 1 cm und 2,5 cm. Jetzt sieht das ganz gut. Das sind unsere ganzen Henkelchen, die wir nachher brauchen und die können wir uns auch noch kurz auf die Seite legen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Papier und zwar für den Deckel. Und da habe ich es jetzt so gemacht, ich habe 18,8 cm brauche ich. Da gucke ich mal schnell. Mal 12 cm. Das heißt, um ein bisschen Papier zu sparen, nehme ich jetzt hier erstmal die 12 cm und mache es dann noch bei 18,8. Und jetzt falze ich mir dieses Papier, das ist dann nachher unser Deckel, einmal außenrum, jeweils bei 1,5 cm. Und das ist jetzt unser Rand, wie weit dieser Deckel, ich zeige es euch mal hier, wie weit der hier runter geht. Den habe ich extra nicht so weit runterschauen lassen, es macht sich auch immer ganz gut, wenn der Deckel tiefer ist. Aber ich möchte diese Seiten hier betonen, die so schön übereinander und dieses Dreieck bilden. Deswegen wollte ich den Deckelrand möglichst kurz haben. Und ich fand, dass 1,5 cm da ein ganz gutes Maß ist. Aber da könntet ihr natürlich auch rumexperimentieren, müsstet ihr halt das ganze Papier größer machen, wenn ihr den Rahmen stärker machen wollt. Jetzt sieht das Ganze so aus. Einmal außenrum gefalten. Und jetzt können wir den Papierschneider mal ein bisschen auf die Seite legen. Ich schnappe mir jetzt den Papierfalter und falze mir als erstes alle Linien einmal nach, die ich gerade so gefalzt habe. Dann seht ihr das auch gleich viel besser, was ich jetzt hier mache. Und wir machen jetzt einfach mit dem Deckel weiter. Sieht man es gut? Ich glaube schon. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen weiter raus mit der Kamera. Denn jetzt tun wir ein bisschen was einschneiden. Und zwar hier unten an der Ecke schneide ich mir einfach einmal an der Falzlinie entlang, ganz minimal links versetzt, die Falzlinie mit so einem kleinen Dreieck raus und schräg mir die andere Seite so an. Das wird diese Klebelasche. Und an der Nebenseite mache ich es genauso. Da schneide ich ein kleines bisschen rechts von der Falzlinie, wieder mit einem Dreieck die Falzlinie raus und schräg mir die andere Seite so ein. Jetzt drehe ich mein Papier einmal um und mache es hier unten ganz genauso. Ich schneide mir wieder die Falzlinie raus und die Ecke an. Und wieder an beiden Seiten. Und dann habe ich hier diese kleinen Öhrchen für meine Deckelbox. Und wenn wir die Schere schon in der Hand haben, dann schnappen wir uns gleich mal das große Designerpapier. Das können wir uns jetzt auch noch mal einmal ordentlich mit dem Falzbein nachfalzen. Das hatte ich ja vorher nur so geknickt. Aber dann habe ich jetzt hier außen vier Vierecke. Und diese Vierecke, die schneide ich jetzt mit der Schere einfach von der äußersten Ecke bis zu dieser Falzlinienüberkreuzung einmal ein. Bis hier rein.
Also hier, ich kann es nicht ganz so biegen, aber ihr seht, dass hier dieses äußere Viereck, das wir hier viermal haben, ein bisschen muss ich nur rausgehen, dass man es besser erkennt. Also hier, hier, hier und hier schneide ich mir immer von der Ecke bis zu dieser Kreuzlinienüberknickung, über diese Falzlinien, da schneide ich mir hin. Das zeige ich euch jetzt gleich, wenn ich es gemacht habe. Ist ganz einfach, nur ein bisschen schwierig zu erklären irgendwie. Also seht ihr, ich schneide das genauso ein bis hierhin, bis zu diesem Punkt. Und das mache ich an allen vier Seiten. Das könnte man theoretisch auch mit einem Papierschneider machen, aber ich finde es mit der Schere irgendwie angenehmer. Aber wenn ich da immer einschneide, versuche ich sehr genau zu schneiden. Und da muss ich immer kurz den Mund halten, wenn ich das mache. Zumindest beim ersten Schnitt, dass man da schön die Mitten trifft. Dann sieht das Ganze jetzt so aus. Habt ihr hier überall diese kleinen Einschnitte. Genau, und jetzt können wir eigentlich schon ans Zusammenkleben von unserer Box kommen und auch an der Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Ich schnappe mir jetzt mal meinen Adventskalender und zeige euch das kurz, wie ich das zusammenklebe. Und zwar, wenn ich den so reinlege, lege ich diese Seitenlaschen hier so nach innen. Und diese anderen Laschen, die kommen nach außen und bilden dann dieses schöne Dreieck, wenn sie so übereinander liegen. Das sieht man vielleicht jetzt auch ganz gut. Jetzt zeige ich es euch nochmal besser, wenn man hier das Papier gleich reinsteckt. Bildet sich hier dieses schöne Dreieck. Und das geht eben nur, wenn ihr diese beiden Laschen nach außen klebt. Ich drehe es mir jetzt einmal komplett um. Und an diesen beiden Laschen, man das nochmal kurz weg, an diesen Laschen hier, da kommt der Kleber hin. Und zwar auf die Außenfläche. Das könnt ihr jetzt einfach mit einem doppelseitigen Klebeband machen. Ich glaube, ich mache es jetzt fürs Video auch mit einem doppelseitigen Klebeband. Einfach, damit ihr besser seht, wo der Kleber hinkommt, auf welche Dreiecke. Genau, und jetzt seht ihr ganz gut, auf welchen Laschen ich diesen Abreißkleber aufgebracht habe. Also hier sind es diese unteren beiden Dreiecke, nicht die oberen beiden. Und hier sind sozusagen die oberen beiden Dreiecke. Und die unteren bleiben ohne Kleber erstmal. Und an dieser Stelle können wir uns jetzt auch super diese Randteile hier aufkleben. Also diese Dreiecke dann nachher noch so ein bisschen hervorheben. Das mache ich jetzt einfach mit Flüssigkleber und klebe mir das hier rechts und links auf dieses mittlere Feld auf. Und guckt nochmal, dass es auf jeden Fall richtig liegt, euer Blatt. Dann könnt ihr euch da immer orientieren an dem, was ich hier mache. Ich habe sie hier in der Mitte diese große Fläche und hier in der Seite sind es diese kleineren, eher Viereck, also hier in der Mitte ist das Rechteck von dieser Box dann nachher, wenn man sich das so mal vorstellt, natürlich auf der Innenseite. Und so drehen wir uns das Ganze jetzt einmal um und kleben uns das Ganze zusammen, indem wir hier die Schutzfolien mal abziehen. Ihr könnt es auch nacheinander machen, müsst es nicht beides auf einmal machen. Je nachdem, wie es für euch leichter ist, klappt mir das hier so ein und klebt mir das Ganze jetzt so hier zusammen. Lasst euch ein bisschen Zeit und guckt, dass ihr schön die Falzlinien trefft, dass die Falzlinien hier aneinander liegen. Und dann kann man das hier so ankleben. Und das hier ist die Lasche dann für nachher für außen. Und bei der anderen Seite mache ich es genauso. Ich klappe das einmal rein, lege mir das hier schön an diese Falzlinie, ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt, an die Falzlinie direkt an und streiche mir das Ganze dann schön glatt. Wenn ihr wollt, könntet ihr das Ganze auch mit Flüssigkleber machen. Aber ich glaube, also ich persönlich finde es mit Abreißklebeband leichter, aber das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Und jetzt habt ihr sozusagen die Möglichkeit, diese Seitenelemente hier so schön übereinander zu kleben und ihr habt hier die gleichen Farben. So klebt ihr euch das zusammen, wenn ihr die gleichen Farben haben wollt. Das machen wir jetzt einfach mal schnell. Das heißt, ich nehme jetzt auch nochmal den Flüssigkleber und klebe es mir jetzt nur hier oben. Ich mache mir nur oben einen Klebestreifen hin. Das macht nichts. Muss nicht flächig draufkleben. Wenn das hier ein bisschen absteht, sieht es, finde ich, sogar noch ganz charmant aus. Auf der anderen Seite auch, also jetzt nur oben hin diesen Kleber machen und ankleben.
kurz warten beim Flüssigkleber, bis er angetrocknet ist und dann hätten wir die Seitenteile fertig. Ihr könnt jetzt auf der anderen Seite ganz genauso verfahren. Wenn ihr aber diesen Schritt etwas anders machen wollt, dass ihr dann diese zweifarbigen Seitenteile haben wollt wie bei dieser Box, müsstet ihr euch das Ganze ein bisschen anders zusammenkleben. Und das zeige ich euch jetzt. Ich zeige es euch jetzt mal an dem Beispiel von der anderen Seite. Ihr müsstet dann nämlich das Ganze so machen, dass ihr eine Seite genauso zusammenklebt, wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Aber die andere Seite, diese Lasche hier, die würde ja normalerweise innen reinkommen, die würdet ihr euch jetzt aber hier vorne drauf kleben, damit ihr diesen zweifarbigen Effekt hättet. Und dann müsstet ihr euch diese Lasche nämlich hinten hinkleben, dass die Box auch zusammenbleibt. Also wenn ihr es vor euch habt, ist das total logisch. Ihr könnt euch also immer entscheiden, wie ich es haben will. Wollt ihr zweifarbig oder einfarbig? Und da müsst ihr nur ein bisschen gucken, wie ihr die Laschen machen müsst. Also, wir machen es jetzt aber genauso wie vorher. Ich ziehe mir wieder die Seiten, diese Klebeschutzdinger ab und klebe mir das innen rein, alle beide Laschen. Und wenn ihr es anders haben wollt, müsstet ihr diese eine Seite hier vorne hinkleben und die Box dann mit der anderen Lasche innen drinnen verkleben. Genau, und was ihr noch machen könnt, als kleiner Tipp, was manchmal ganz gut funktioniert, ist beim Zusammenkleben, könntet ihr euch vielleicht die Box schon reinstellen. Dann habt man ein bisschen mehr Stabilität. Genau. So. Und auch hier mache ich es jetzt wieder so, dass ich nur oben hin einen Streifen Kleber hinklebe. Man kann sich noch orientieren, welches oben hinkommt, aber das muss man nicht, das ist eigentlich egal. Die ganze Box erhält jetzt natürlich viel Stabilität durch den Inhalt. Weil es einfach dünnes Papier ist, ist sie nicht so wahnsinnig stabil wie eine andere Box. Wenn ihr das Ganze ein bisschen stabiler noch haben wollt, also es geht, ich finde es gut so, aber es ist jetzt nicht die allerstärkste Box, weil es natürlich ein dünnes Papier ist. Aber wenn ihr jetzt sagt, ich möchte gerne einen stabileren Boden haben, dann müsstet ihr das Ganze aus einem Farbkarton einfach machen, dann geht das genauso gut. Und jetzt basteln wir weiter an unserem Deckel. Und da mache ich es jetzt so, auf meine kleinen Laschen muss Kleber, ich nehme jetzt einfach nochmal das Abreißklebeband, dann seht ihr auch genau, wo der Kleber hinkommt und ich muss nicht so lange halten wie beim Flüssigkleber, denn nur auf meine kleinen Öhrchen hier kommt einfach ein Stückchen Abreißklebeband. Seht ihr das auf diese kleinen Laschen an allen vier Ecken. Und ich mache es auch immer so, dass ich mir das gleich alles auf einmal abnehme. Das könnt ihr auch machen, wie es euch lieber ist. Bevor ich das zusammenbaue, stopp, müssen wir noch ein bisschen stempeln. Das geht jetzt natürlich noch am einfachsten. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ich nehme jetzt das Stempelset Hexagone von Herzen. Hexagon von Herzen, so würde ich sagen. Und ich habe hier verschiedene Sachen rausgenommen. Einmal diesen wunderschönen kleinen Stempel, der macht so cool, der hat die ganze Box total aufgewertet, finde ich. Dann viel Glück und Freude für dich. Und genau, ihr könntet zum Beispiel auch noch, ich schicke dir eine Umarmung aus Papier oder sowas machen. Also hier wären sehr, sehr schöne Sprüche drinnen. Ich habe noch einen zweiten Stempelspruch, das ist aus einem alten Set. Das heißt, genieß den Zauber der Weihnachtszeit, dass ich es nur rauskriege, und heißt Weihnachten daheim, falls ihr das noch habt. Ich finde diesen Spruch wunderschön, gerade wenn man den Adventskalender verpackt, weil das halt so ein typisches Weihnachtszauberzeit-Element ist, so ein Weihnachtskalender, und deswegen nutze ich das immer sehr gerne. Jetzt nehme ich mir die Farbe Espresso und fange mit diesem kleinen Stempelelement hier an. Das muss nämlich auf meine Box, auf meinen Deckel, einmal nach rechts und einmal nach links unten. Und wenn ich den schon da habe, mache ich den jetzt auch gleich noch auf meine Seitenverkleidungen. Das soll er nämlich auch in die Mitte. Wenn ihr jetzt in der Mitte keine Box habt, habt ihr nicht so viel Stabilität zum Stempeln, dann drückt ihr einfach mit der Hand innen ein bisschen dagegen, dass ihr das schön abstempeln könnt. Ich finde, dass es besser ist, wenn man das erst drauf macht, wenn das dran klebt, damit man auch wirklich schön die Ecke trifft. Normalerweise macht man das ja eher nicht in dem Moment. Und dann nehme ich mir auch noch ein bisschen Vanille pur, weil dann stempeln wir uns nämlich jetzt gleich alles auf. Ich habe einmal viel Glück und Freude für dich. Muss ich gerade mal schauen. Ich habe dann eine große Stanze rausgesucht. Das ist das entzückende Etikett. Das ist diese große hier. Da guckt ihr, was ihr für einen Spruch habt und welches Etikett da gut dazu passt. Das nehme ich für innen rein.
Und dann habe ich auch gleich das Hexagon benutzt für den Zauber der Weihnachtszeit. Und dann nehme ich mir jetzt noch als zweite Farbe, glaube ich, könnte ich schon Kupferbraun nehmen, weil das natürlich auch in der Box drinnen ist. Das hat diese Bestellnummer hier, Entschuldigung, da unten steht sie, Kupferbraun. Und mal kurz abstempeln, dass ich hier noch so ein kleines Deko-Element wieder aufnehme. Das mache ich jetzt rechts und links hin. Das ist auch eine intensive Farbe, hätte jetzt vielleicht auch ganz schön mit zweitem Stempelabdruck ausgesehen. Und genießt den Zauber der Weihnachtszeit. Auch in diesem schönen Farbton, und stanze mir das jetzt einfach mit der Hexagonstanze einmal schön aus. Und auch hier kommt dann nochmal mein kleines Deko-Element, dann wieder ein Espresso drauf, dass ich das so ein bisschen farblich anpasst, zusammenfügt und gut harmoniert. Genau, so, das ist so ein bisschen meine Deko. Sehr schön, ich finde die Farben wirklich toll. Dann bauen wir jetzt nämlich an der Box weiter. Was bei mir jetzt nicht ganz geschickt war, ist, dass ich die Kleberchen schon abgezogen habe, die Schutzfolien. Wir brauchen nämlich auf der Rückseite noch eine Markierung. Also ich kann es mir jetzt hochklicken und einfach meine Box einmal umdrehen, meinen Deckel, und mache mir jetzt eine Markierung hin. Da nehme ich euch noch mal ein bisschen näher ran. Und zwar bei 2 cm von außen nach innen, auf beiden Seiten. Und diesen Markierungspunkt, den mache ich genau auf meine Falzlinie hin. Das ist einfach nur zur Orientierung, dass ich nachher diese Laschen alle so ungefähr an die gleiche Stelle mache. Also immer so 2 cm rein, und das Ganze mache ich oben und unten und eben immer diesen Punkt auf die Falzlinie. Dann sieht man nachher auch nichts mehr, da muss man nichts wegradieren. Genau. Also ich habe jetzt hier 2 cm, hier, hier und hier. Und jetzt, glaube ich, sind wir soweit, können wir wirklich die Box zusammenkleben, wie ich es eigentlich vorher schon vorhatte. Das heißt, ich klicke mir meine kleinen Öhrchen hier so ein und baue mir die Box. Oder eigentlich ist es ja der Deckel, aber es funktioniert genauso wie eine kleine Box. Einmal schön rundherum zusammen. So. Und jetzt nehmen wir unser Dreieck vom Anfang und kleben das schon mal auf. Das ist einfach nochmal super zur Orientierung, damit wir nochmal wissen, in welche Richtung man die Box auf- und zu macht. Ganz schick, gefällt mir total gut. Und dann nehme ich mir diese kleinen süßen Laschen. Wir haben jetzt 2 Laschen mit nur einer Falzlinie, die benutzen wir jetzt zuerst. Die klappen wir einfach um und machen uns hier nochmal Abreißklebeband drauf. Genau, also ihr habt jetzt diese beiden Laschen, die nur eine Falzlinie drauf haben. Und das sind unsere vorderen Teile. Die kommen quasi hier innen rein, vorne hin. Und da mache ich es jetzt auch noch ganz gern so, dass ich mir hier unten diese Ecken noch so abrunde. Mal schauen, wie gut es mein Eckenabrunder heute mit mir meint. Ich finde, da muss man immer noch ein bisschen nachschneiden bei dieser. Also wenn ihr keinen Eckenabrunder habt, könnt ihr das genauso gut auch mit der Schere machen. Und jetzt drehe ich mir die Box so um. Also merkt euch, ihr möchtet das hier unten an diese Seite kleben. Also ich drehe es mir jetzt so um, nehme mir das Klebeband ab und klebe diese Laschen hier vorne an meinen 2 cm Markierungspunkt hier innen hin. Genau in die Falzlinie kommt es. So wird das Ganze angeklebt. Und zur Sicherheit nochmal gucken, dass es wirklich diese Seite ist und nicht die hintere. Genau, so kommt es rein. Das mache ich mit der anderen Seite genauso. Einfach einmal so umklappen, rumdrehen und hier direkt an diesen 2 cm Punkt hinkleben. Und jetzt habt ihr hier so schön diese beiden Laschen drinnen kleben. Und zwar auch auf der richtigen Seite. Das ist die Vorderseite. Wenn ihr wollen würdet, könntet ihr natürlich auch noch hinten Magnete hinmachen und dann die Box mit Magnet verschließen. Ich finde, es geht auch ohne, weil das hebt gut so. Also es passt genau von der Größe
Aber wenn euch das zu locker ist, zu sehr aufgeht oder was und ihr das möchtet, könntet ihr natürlich auch kleine Magnete hinmachen und so kleine Klipse zum Aufmachen. Hört sich natürlich auch immer schön an. Könntet ihr also auf die Innenseite machen. Und jetzt haben wir noch zwei kleine Läschchen, die eben zwei Falzlinien haben. Und die knicken wir uns einfach beide einfach um. Die untere mache ich mal so ein bisschen in beide Seiten, die größte, also diese zweite. Dann weiß es, geht es nachher ein bisschen leichter und mache mir auch auf meine schmale obere nochmal Klebeband. Und dann mache ich es ganz genauso. Ziehe mir die Schutzfolie wieder ab, knicke mir das auch so wieder ein und klebe mir das Ganze wieder auf diese kleine 2 cm Markierungspunkt und wieder direkt an diese Falzlinie hin. Und somit habe ich hier schön meine 4 Laschen verteilt und meine Box fertig, mein Deckel. Und das Ganze müssen wir jetzt nur noch hier ankleben. Und dazu mache ich so, dass ich mir das nochmal so hinlege und hier auf die unteren Seiten unter dieser Falzlinie den Kleber aufbringe. Also nicht hier auf diese Falzlinien Kleber aufbringen, sondern wirklich nur hier auf diese Vierecke unterhalb von dem Rahmen vom Deckel benutzt. Das ist noch so ein alter Kleberoller. Den wollte ich jetzt mal leer machen. Der ist dann natürlich praktisch, weil man keine Klebefolie mehr abziehen muss. Und weil der stark hebt. Der neue heißt Flink und Fix. Und ich wollte jetzt mal nur die alten aufbrauchen. Und jetzt kann ich mir das einfach aufsetzen. Also ich setze es mir so auf, dass es noch nicht anklebt. Setze mir einfach den Deckel auf die Box. Schön drauf und jetzt klebe ich mir das hier an der Seite einfach so hin. Und somit, wenn ich es jetzt aufmache, kann ich es hier noch ein bisschen so knicken. Ich drücke mir das immer hier noch so ein bisschen an und habe hier so einen coolen Deckel, der direkt an der Box dran ist, der nicht abfliegen kann und den man so schön aufmachen kann wie eine richtige schöne Schatztruhe. Und das war's mit der Box. Also bastelt die ruhig, die ist gar nicht schwer. Ist schön und besonders und ich finde in jeder Farbvariante ein Highlight. Genau. Und um das Ganze noch so ein bisschen zu verschönern, habe ich es jetzt so gemacht, dass ich hier innen rein noch mein zweites Designerpapier habe vom Anfang, dass einfach die Laschen noch ein bisschen versteckt sind. Muss man nicht unbedingt machen, aber kann man machen. Und ja, das würde ich eigentlich mit Flüssigkleber machen, aber ja, so ging es schon. Und da mache ich jetzt hier meinen Spruch rein mit Abstandsklebern. Und dann fehlt nur noch ein bisschen Deko auf der Frontseite und schon haben wir eine wunderschöne, tolle Schatztruhe gebastelt. Die könnt ihr natürlich auch super für Kindergeburtstage verwenden oder einfach für einen Ausflug in ein Schatzland oder wie auch immer für eine Idee für euren Schatz oder was auch immer. Also das ist natürlich auch für alle anderen Anlässe super geeignet, zum Geburtstag wie gesagt und ja, kriegt man schon schön was unter. Mein anderer Spruch kommt auf die Frontseite und ich fand es mit der Deko wirklich schwierig. Ich habe da lange gebraucht, bis ich was gefunden habe, was mir wirklich gut gefallen hat. Und ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe auch schon verschiedene Sachen in Glitzerpapier ausgestanzt und hingeschmückt. Oder sogar noch mal eine andere Farbe bin ich reingegangen. Aber irgendwie am allerbesten hat es mir eigentlich immer gefallen, wenn es sehr dezent war. Also sowas wie das hier würde mir jetzt irgendwie am besten gefallen. Ich finde, man sollte gar nicht so viel Deko da vorne drauf hauen, damit man einfach dieses Dreieck schön sieht. Und deswegen stanze ich mir jetzt einfach einen großen Zweig aus. Aus den ewigen Zweigen eine ganz große Stanze. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das überhaupt noch im Katalog ist. Aber es ist eins meiner Favorites. Also wenn ihr einen großen Zweig habt, dann könnt ihr das einfach benutzen. Und könnt euch das einmal durchkurbeln. Und als Deko verwenden. Ich finde, man braucht da tatsächlich gar nicht so viel Deko mehr. Und ich finde auch, dass es sich super auch eignet für Männer. Als Männergeschenk, als Männerkarte sozusagen, hätte man hier natürlich auch total schön eine Box, die nicht überdekoriert sein muss. Und das ist für Männer immer sehr praktisch, finde ich. Okay, dann mache ich hier einfach so ein bisschen Klebeband drauf. Mein Zweig so schräg da drauf, dass er unten noch ein bisschen abstehen kann. Das Etikett drüber. Ich
fand es schön, wenn das so ein bisschen in die Seite versetzt ist. Und einfach noch als kleines Highlight benutze ich jetzt hier diese schönen Glitzer funkelnde Schmucksteine heißen die. Und da passt halt jetzt wunderschön die Farbe in Gold. Und da kommen einfach nur drei Glitzis drauf. Und ich finde, das macht sich so schön elegant. Ich finde, das reicht vollkommen aus. Ihr könnt natürlich auch auf die Innenseite noch einen kleinen Zweig oder so machen. Das würde auch ganz schön ausschauen. Das, glaube ich, mache ich jetzt noch hin. Einfach mit ein bisschen Klebepunkte. Aber es ist ja so ein schönes Papier auch und ich finde, das sieht wirklich toll aus. Irgendwie muss ich jetzt noch den andersrum machen. Ich weiß nicht, warum. Aber so sieht das Ganze jetzt aus. Wer möchte, könnt innen auch noch einen Glitzerpunkt machen oder ja, ich lasse es, glaube ich, einfach so. Ich finde es wunderschön, genauso wie es ist. Viel Glück und Freude für dich, dann den tollen Adventskalender und so eine richtig schöne kleine Schatztruhe. Also ich mag es sehr gerne. Ich hoffe, es gefällt euch auch so gut wie mir. Und wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass man da vorne noch zwei Knöpfe hinmachen kann. Und das könnte man jetzt sogar noch kurz mit einer kleinen Stanze ausprobieren. Ich nehme jetzt einfach mal so eine ganz kleine Mini-Stanze. Ich will nur mal wissen, wie es ausschaut. Manchmal fehlt es noch irgendwas Kleines und man hat genau so die Lösung. Ich finde, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, das mache ich noch hin. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gut gefallen und macht euch genauso viel Spaß wie mir, diese Boxen nachzubasteln. Macht gerne diese kleinen Knöpfchen vorne noch hin oder benutzt einen richtigen Knopf. Wenn ich jetzt einen in der Farbe hätte, würde ich den auch noch ganz gerne hinhalten. Das macht sich bestimmt auch gut, aber ich finde es auch so total süß. Und ich hoffe, dass ihr da noch eine kleine süße Idee vielleicht für eure Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen bekommen könnt. So einen kleinen Adventskalender auf den Tisch stellen, da freuen sie sich bestimmt. Oder einfach der Freundin oder dem Freund vor die Haustüre auf das Frühstücksbuffet oder wie auch immer. Also ich finde, das ist eine ganz süße kleine Idee und ich glaube, da freut man sich immer drüber. Und wie gesagt, nicht nur an Weihnachten, könnt ihr auch für alle anderen Anlässe so eine kleine Schatztruhe benutzen und bauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über den Daumen hoch. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Kreativiert was Neues. Tschüss!